Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr jedes DS-Pokémon-Spiel auf euren Emulatoren randomisieren könnt und werde euch da Schritt für Schritt zeigen, was ihr da so alles machen könnt. Als erstes braucht ihr natürlich einen Emulator. Am besten empfehle ich euch da Desmume oder Desmume oder wie auch immer man was ausspricht. Klickt dann hier auf die Download-Page und downloadet euch dann hier die Version runter. Am besten die hier, würde ich einfach empfehlen. Finde ich die beste. Und dann braucht ihr natürlich den Randomizer, den Universal Game Randomizer. Link packe ich euch für beide Sachen in die Videobeschreibung. Klickt dann hier auf Downloads und ladet euch dann für die entsprechende Version, Exe für Windows oder für andere Plattformen, die Version herunter. Mache ich jetzt nicht, weil ich es schon habe. Und genau, dann klickt ihr hier runter und ladet sie hier runter. Wenn ihr euch sie dann runtergeladen habt, klicken wir zuerst auf den Randomizer hier. Einfach auf diesen Randomizer-Dings hier klicken, den ihr dann runtergeladen habt. Dann, perfekt, öffnet sich diese Seite hier. Machen wir einfach mal auf groß und dann könnt ihr hier alles randomisieren, was ihr wollt, wenn ihr dazu eine RAM habt. Ich darf euch leider keine ROM in die Videoverwaltung geben, weil alles eigentlich illegal ist, was wir hier machen. Ihr müsst einfach mal mit ein bisschen schauen. Da werden auf verschiedenen Seiten ganz gute ROMs und auch ROMs, die halt keine Schäden verursachen, angeboten. Ich habe hier zum Beispiel eine ROM. Nein, das war Fail. Das gab Pokémon. Machen wir das einfach mal mit Pokémon Schwarze Edition 2. Weil, warum nicht? So, dann habt ihr hier, wenn das funktioniert hat, dann sollte hier oben ein random Pokémon sein und alle Felder oder fast alle Felder könntet ihr dann quasi umswitchen. Dann hat es bei euch funktioniert. Was kann man hier alles randomisieren? Ihr könnt eigentlich alles randomisieren. Wir fangen einfach mal an mit den Pokémon Traits. Und zwar könntet ihr Pokémon Base Statistics randomisieren, also die Stats der Pokémon. Zum Beispiel, dass ein Carpador nicht komplette Scheiß-Stats hat, sondern einen Base-Angriff von 300 hat oder sowas. Das könnt ihr auf Random drücken. Ich glaube, Shuffle ist genau, dass sie quasi dass die Pokémon von den Sets her getauscht sind. Also dass der Spezialangriff mit dem Angriff getauscht wird, ist glaube ich Shuffle. Aber wenn, dann würde ich es schon random machen, wenn ihr es wirklich random haben wollt. Ihr könnt auch hier, wenn ihr jetzt zum Beispiel auf eins von den beiden klickt, könnt ihr hier dann, dass die EP-Kurve der Pokémon, dass die Kurve höher oder niedriger ist, dass bei den Evolutionen die Stats bleiben oder dass Base-Stats geupdatet dann werden. Ihr könnt dann immer hier auch die draufklicken, ist auf Englisch, aber ist halt nicht so schwer, was das macht und so könnt ihr euch dann auch dran orientieren. Hier wird zum Beispiel mit der EP-Kurve erklärt. Kann das wahrscheinlich deutlich besser als ich. So, dann könnt ihr die Abilities, also die Fähigkeiten, randomisen. Unchanged ist, ich mache jetzt einfach mal auf Unchanged. Unchanged ist, ja, unverändert. Randomize, könnt ihr halt die verschiedenen Fähigkeiten randomisen, sprich, Carpador mit, weiß ich, Dürre oder sowas. Und dann könnt ihr hier auch verschiedene bannen. Wir können, das ist das Wunderguard. Ob Wunderguard erlaubt ist oder nicht. Dann können wir einstellen, ob die Evolution, also dass dann Gyarados auch Dürre hat oder ob der andere Fähigkeiten dann haben soll. Wir können Trapping, also wir können Fähigkeiten wie Aufsichtslos können wir bannen, genauso wie negative Fähigkeiten. Mir fällt gerade zwar keins ein. Schwächling zum Beispiel können wir ausstellen. Genau. Pokémon können hier mal einfach kommen. Wir machen das aber mal hier. Das ist ja random. Wir können auch die Typen ändern. Pokémon-Typen. Klar, Carpador ist ein Typ Boden, Stahl von mir aus. Und dann das Gyarados auch. Oder wir machen es completely. Das heißt, dass das Carpador dann Wasser, Boden, Stahl ist und sich dann zu einem Feuer-Drachen-Pokémon entwickelt. Wir können auch die Evolution ändern. Das heißt, dass ihr Carpador zu einem Mewtwo wird, können wir randomisen. Dann können wir randomisen, ob es eine ähnliche Stärke sein soll, also dass ein Carpador zum Beispiel zu einem Safcon wird. Wir können verändern, dass den Typ verändern, also ob es derselbe Typ sein soll, zum Beispiel, dass ein Carpador ist auf ein Typ Wasser, dass es dann
zu einem Wasser-Pokémon wird. Oder wenn Carpador, wenn wir hier die Typen auf Random gemacht haben, von Typ Feuer ist, dass es dann auch zu einem Feuer-Pokémon wird. Dann können wir einstellen, dass sich das auf 3 Evolutionsstufen limitiert. Und dass sich die Stärke der Pokémon variiert. Als die Original. Genau. Dann können wir hier noch die... Ach ja, die... Hallo? Lol. Können wir hier die einstellen, ob die Evolutions einfacher sind. Also einfacher sind. Das heißt, dass sich zum Beispiel Tausch-Pokémon auf einem gewissen Level sich entwickelt. Ich glaube, 40 ist das Standard-Level und... Das hier weiß ich gar nicht, was es ist. Müsst ihr euch einfach mal durchlesen. Also, nicht so wichtig, glaube ich. Dann können wir Starter-Pokémon natürlich randomizen. Wir können Custom uns aussuchen. Zum Beispiel, das Zappifoy ist ein Spoink. Floink ist ein Vegimak. Und Ottero ist ein Meta. Ja, oder Meistergriff. Passt. Wir können sie komplett randomisieren, sprich, das ist egal, also das ist random, man weiß es halt nicht. Man kann es variieren, man weiß es halt nicht. Und die können auch einstellen, dass es ein Pokémon ist, was sich noch zweimal weiterentwickeln kann. Zum Beispiel ein Staralili. Oder ein, ne? Ihr wisst schon. Dann können wir Static-Pokémon randomisieren, wie können sie anscheinend lassen, wie können sie so einstellen, dass legendäre Static-Pokémon auch zu einem legendären sind und normal zu einem normalen. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel da einen Seacom fangen wollt, dass es dann, wenn ihr das hier einstellt, ein Groudon wird. Oder wenn ihr einen Pikachu da Static Encounter, dass es irgendein anderes Normal-Pokémon ist. Oder wir können es ja komplett Reading machen, dass es Zekrom ein Carpador ist und das Pikachu ist ein Kyurem. Das könnten wir einstellen. Genauso wie die Ingame-Trades. Dass Pokémon, dass Leute, es gibt ja NPCs, die traden. Dass das Pokémon, das sie uns geben, only randomized ist. Oder dass beides randomized ist. Also die Frage und das, was sie geben. Und ja, das können wir auch einstellen. Nicknames, die OTs, die EVs und ob sie einen Itemschrank können wir auch quasi randomisieren. Dann den Move und den Movesets. Wir können die Move-Power randomisieren, zum Beispiel, dass Groot nicht mehr Stärke 40 ist, sondern Stärke 120. Wir können die Genauigkeit randomisieren, dass Flut nicht 100 Genauigkeit hat, sondern 85. Die AP, dass Groot nicht, wie fährt Groot? 30? Keine Ahnung. Sondern 5 AP hat. Und den Typ können wir natürlich auch randomisieren, dass Groot nicht mehr Typ Feuer ist, sondern Typ Wasser. Dann können wir die Kategorie ändern, zum Beispiel, dass physisch und spezial sich tauscht. Zum Beispiel, dass gut nicht speziell, sondern physisch ist. Und wir können die Moves updaten für Generation 6. Zum Beispiel, Abschlag hat in Generation 5, glaube ich, noch 20 Base Power und in Generation dann, keine Ahnung, 70 oder so. Auf jeden Fall ist es deutlich stärker geworden. Dass sie quasi up to date sind, mehr oder weniger. Also Generation 6 ist jetzt nicht up to date, aber damalige DS-Verhältnisse ja schon. Dann können wir die Movesets ändern, dass die Pokémon komplett random Moves erlernen, das ist der Slot hier. Dann, dass sie random Movesets erlernen, aber vom selben Typen, den sie sind, oder dass sie nur Metronom können. Sprich, ein Carpador, oder nee, machen wir kein Carpador, machen wir mal ein Rokaiman, weil wir das gerade hier oben sehen. Ist ja normalerweise von Typ Boden und Licht. Wenn es jetzt ein random Typ hätte, sagen wir mal Typ Feuer, und wir das hier anklicken, heißt es, dass es hauptsächlich Feuerattacken lernt. Das ist damit gemeint. Dann können wir noch einstellen, ob jedes Pokémon mit 4 Moves startet. Er erklärt sich von selbst. Recorder Damaging Moves. Keine Ahnung, was damit gemeint ist. Oder wir können auch die Attacken boosten. Zum Beispiel um 40%, dass sein Tackle nicht nur 50 Power hat, sondern 50 plus die 40%. Genau. Ja, können wir einfach mal hier mal so einstellen. Randomize Move Power, PPA, Move Types, Update Moves. Mal sehen. Ich werde das auch gleich noch in-game zeigen dann. Dann die Trainer-Pokémon. Können wir unchanged lassen, natürlich. Dass die Rivale mit demselben Pokémon die ganze Zeit durchspielt, also seinen Starter quasi behält die ganze Zeit. Können sie auch auf random machen. Dann
wenn wir auf Random machen zum Beispiel und das hier anklicken, also wenn sie random sind, sind sie ganz random, wenn wir das hier anklicken, dann nutzen die Trainer ähnlich starke Pokémon, wie sie normalerweise benutzen. Also auf Route 1 kommen dann nur, ich sag jetzt mal Anführungsstrichen, schwache Pokémon und keine legendären oder vollentwickelten Pokémon. Wir können auch einstellen, dass sie gar keine legendäre Pokémon benutzen, was halt ein bisschen so lame ist, weil das macht ja Spaß, ne? Und dass die Trainer keine frühe Wunderwache haben, also die Fähigkeit Wunderwache haben, weil die ja am Anfang ja doch relativ OP ist. Dann können wir auch die Trainernamen randomisen und die Trainerklassen. Das funktioniert leider nicht immer, das ist ein bisschen buggy manchmal. Wir können mal so ein paar Sachen einstellen, so zack, zack. Das ist sehr lame. Ja, das machen wir mal so. Wir können das ja einstellen, das funktioniert nicht immer. Aber ist ganz funny, brauchen wir jetzt aber nicht. Dann können wir ganz einstellen, und das finde ich ganz cool, dass die Trainer ab zum Beispiel Level 35 nur noch voll entwickelte Pokémon einsetzen. Das heißt, ab da ist das Game dann quasi so eingestellt, dass die Trainer keine lame Pokémon Anführungsstrichen benutzen. Und wir können noch einen Level-Modifikator einstellen, dass die Pokémon der Trainer Beispiel um 30% niedriger sind oder aber auch um 40% höher sind. Das heißt, dass der erste Trainer auf der Route einen Boost von 40% hat, sprich, keine Ahnung, diese paar Level am Anfang machen nicht so viel Unterschied, aber am Ende macht das schon einen großen Unterschied aus. Habe ich ja auch bei der Nuzlocke drin. Die, by the way, auch bald weitergemacht wird. Keine Sorge. Dann können wir hier noch die wilden Pokémon natürlich randomisen. Können auf Random drücken. Wir können Area 1 zu 1 Mapping machen, das heißt, dass die Pokémon 1 zu 1 getauscht werden. Dass zum Beispiel auf Route 1 nur zwei Pokémon gibt und die werden dann 1 zu 1 ausgetauscht. Und das ist, glaube ich, dass es dann mehrere Pokémon sind, oder? Ich glaube schon. Das ist so Area- und Global-mäßig gemeint. Dann können wir hier natürlich noch alternative Regeln einstellen. Simple Stair, dass wir auf den ersten Routen nur Pokémon fangen, die natürlich auf den ersten Routen normalerweise es gibt. Also es gibt ja zum Beispiel Pokémon Schwarz 2 auf der ersten Route Nagelotz und Pililu und dann werden die ausgetauscht durch Zigzags und Eneko zum Beispiel. Das ist damit gemeint. Also dass wir auf der ersten Route zum Beispiel keine krassen Pokémon fliegen. Das finde ich aber lame, deswegen machen wir es so. Catch 'em All heißt, dass es, glaube ich, einfach nur Fangrate ist und dass du quasi jedes Pokémon easy fangen kannst. So stelle ich mir das zumindest vor. Oder? Nee, dass du jedes Pokémon nur einmal kriegst, glaube ich. Also nur einmal encountern kannst. Ah, okay. Und guck mal, ich lerne auch noch was aus. Aber ich lasse das, mach das immer so. Und Time-Pain Areas, das heißt, dass zum Beispiel beim Surfing steht ja auch, dass da hauptsächlich ja, ein Typ vorkommt. Dann können wir uns hier noch ein paar Sachen einstellen, zum Beispiel Use Time-Based Encounters. Das heißt, dass Mornings und Day und Night nicht ne, eingestellt ist. Dann können wir noch einstellen, dass wir keine Legendaries encountern. Dann können wir hier ist das mit der Fangrate, dass wir zum Beispiel, wenn wir sagen, ja, auf 4, dass wir die dann fangen und dass wir, können wir dann einstellen, wie leicht und wie oder wie schwer man die fangen lässt. Das ist einfach mal auf 1 oder auf gar nichts, eher gesagt. Und ob sie natürlich randomize, ob sie Items tragen, also sie können dann auch Items tragen. Randomize welches Items. Aber wir können auch Bad Items anklicken, dann haben die keine schlechten Items wie Beeren? Keine Ahnung. Weiß nicht, was unser schlechten Items sind, aber. Da steht es ja, guck mal. Such as Berries and Mails. Okay. Dann können die zum Beispiel keine Beeren und keine Briefe tragen. TMs und HMs. Ja, da kann man auch sehr viel machen, wie ihr sehen könnt. Wir können random machen. Das heißt, give each TM a new move, dass jeder TM ein neuer Move ist. Und dann können wir einstellen, dass die Pokémon Level Up. Gemeinermeist sind. Wir können einstellen, genau, dass zum Beispiel TM dick, also Schaufler und Teleport gesoftlockt sind. Das heißt, die machen das immer noch, was sie machen und sowas. Und wir können auch hier ein Damage Moves Modifikator auch machen, dass zum Beispiel jede Attacke einen gewissen Damage Boost hat. Eine gewisse Damage Kraft. Dann können wir natürlich auch noch die TMs
an sich, also die Attacken an sich anklicken. Wir können sagen, dass die Pokémon von jedem Typ quasi nur die TR, also wenn ihr zum Beispiel einen Kabador oder nicht einen Kabador, noch Keimann haben, was nur Typ Feuer ist, kann es hauptsächlich nur Feuer-TMs erlernen. Und wenn ihr Complete die heißt, es kann alles erlernen und Full Complete heißt, dass jeder TM jedes Pokémon kann. Und dann kommen wir zum Moves-Tutor. Ich kann nicht, gibt es da einen? Ja, klar, gibt es einen. Können wir auf Random machen. Ich habe das erklärt sich von selbst, also das ist, dass der Move-Tutor alles random machen kann. Das können wir einstellen. Auch hier die Force-Games wie hier oben quasi dieselben Sachen einstellen. Und auch hier dieselben Sachen wie bei hier. Das ist quasi dasselbe nur für den Move-Tutor. Dann können wir auch die Items randomisen, die wir auf dem Boden liegen haben. Zum Beispiel auf der ersten Route findet man einen Trank. Das ist zum Beispiel, wenn wir auf Randomize klicken, findet man da einen Meisterball. Beispiel, wenn man auch Bad Items anklickt, dann kommen wieder keine Beeren und keine Mails, wo das auch nicht immer stimmt, weil ich habe auch das schon mal angeklickt und trotzdem Beeren bekommen. Also, ich weiß nicht, was unser Bad, also was unser Beeren, ob da alle Beeren jetzt runterzählen, aber gut, da steht Touch of Berries, also nicht alle, aber ein paar. Und Shuffle, was macht Shuffle? Ah, dass quasi die normalen Items mit normalen Items getauscht werden und Hidden Items mit Hidden Items, okay. Glaube ich zumindest, so habe ich es verstanden. Genau. Und dann haben wir hier noch Mist Tweaks, ja, nicht so wichtig. Lass ich auch immer an, ich weiß auch gar nicht genau, was es ist. Braucht man nicht, genau. Dann haben wir hier oben noch Race Mode. Das heißt, dass der Text, glaube ich, schneller geht, wie man liest und dass der allgemein schneller geht. No Game Breaking Moves. Drain Rage, Sonic Boom, Spore oder OKU-Move kann man hier wegbannen, aber nee. Man kann auch hier noch Limit-Pokémon angeben. Das heißt, dass man nur generationsbedingte Pokémon angeben kann. Aber das finde ich doof, weil in der Randomizer willst du ja quasi genau das sehen, was. Ups, sorry. Was. Also du willst ja quasi alle Pokémon sehen, die man haben kann potenziell. Und dann habt ihr das so eingestellt, wie ihr wollt. Wenn ihr es fertig habt, drückt ihr hier auf Randomize Save. Speichert es da, wo ihr wollt. Und gebt ihnen einen Namen. Und dann sehen wir uns gleich in-game. So, beim Emulator angekommen. Ich habe das jetzt hier schon mal eingestellt, dass es halt horizontal ist. Ihr könnt das hier unter LCDS Layout einstellen, dass es dann horizontal ist. Habt ihr halt Größe im Bildschirm. Geht ihr dann hier mal auf File, auf Open ROM. Wählt dann die ROM aus, die ihr eingespeichert habt, als Randomizer. Und dann öffnet sich der Dings. Und dann sehen wir uns gleich bei dem Start an, wenn wir euch zeigen, dass es funktioniert hat. So, bei dem Start ankommen, ich hoffe, es hat alles geklappt. Wenn nicht, wäre das Giga-Fail gewesen. Sieht jetzt so aus, als wenn er so außer werden. Sepifoy, Floink und Otero. Aber in Wahrheit haben wir Digimarg. Ach ja, wir haben es ja eingestellt. Stimmt, wir haben ja Custom eingestellt. Digimarg, Spoink und Meistergriff. Also ihr seht, ihr habt ja, es funktioniert. Und hier steht auch The Dark-Type Pokémon Meistergriff. Ground-Type Pokémon Digimarg und Bug-Type Spoink. Und wir gehen jetzt einfach mal auf Meistergriff, weil ich finde Meistergriff am coolsten von den dreien. Pegos. Und wir sehen dann auch, ich weiß nicht genau, was wir alles gerandomized haben. Ja, das Meistergriff passt. Nein, ich möchte keinen Spitz angeben. Ich möchte bitte auch aufhören, das auf. Ne? Oh, es gibt doch die Pokédex. Ich möchte mir nochmal Meistergriff anschauen, um bis die Zuschauer zu beweisen, dass es funktioniert hat. So. Gehen wir auf Pokémon. Klicken auf Meistergriff. Bam. Ihr seht das Wesen, wo wir es gefangen haben. Das ist ja okay. Dann seht ihr das hier. Es ist komplett randomized. Ihr seht, Fahnenschuss ist von auf einmal Typ Kampfattacke mit 80 Genauigkeit. Urgesang ist auf einmal eine Geistattacke, ne? Unheilböne, Undichtattacke. Okay, Unheilböne und Urgesang, ne? Und Kehrschelle ist auf einmal eine Elektroattacke. Seht aber die. Genau. Ihr seht, alles gerandomized, Fähigkeit, gerandomized, Blitzfinger, nice Fähigkeit. Obwohl, Spezialangriff brauchst du eh nicht. Obwohl, die Werte sind, glaube ich, auch gerandomized. Also, ihr seht, das hat alles funktioniert. Genau. Das war mein kleines Tutorial. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine positive Bewertung da. Wenn ihr Hilfe braucht, schreibt es in die Kommentare. Ich versuche euch da zu helfen. Und dann bedanke ich mich und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss.